Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier auf www.joelmediatv.de. Eine weitere Folge steht an. Wir wollen ein weiteres Jahr im Leben von Martin Luther und in der Erfahrung all der verschiedenen Reformatoren betrachten. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich Sie herzlich einladen für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für die Gelegenheit, zurückzuschauen in die Geschichte und für das Vorrecht, daraus lernen zu können. Bitte hilf du uns, die wichtigen Lektionen für uns persönlich in unserer Zeit zu erkennen und dass wir sehen können, wie du Geschichte lenkst und leitest und wie du Menschen führst zur Erkenntnis deines Charakters und deines Evangeliums. So schenkt uns auch heute eine echte Reformation in unserem persönlichen Leben. Im Namen Jesu. Amen. Teil 16, 1512. Doktor der Theologie. Es geht um das Jahr 1512. Martin Luther war jetzt in Wittenberg. Und er befand sich in einer äußerst offenen Situation. Geistlich gesehen hatte er wirklich alles versucht, um als Mönch im klösterlichen Frömmigkeitsdenken heilig zu werden. Er war aber im Grunde genommen gescheitert. Sein Besuch in Rom hatte ihm gezeigt, wie seltsam eigentlich das römische Denken ist und wie wenig man sich auf die eigenen Werke verlassen kann. Er war äußerst krank, immer wieder schwach. Die vielen Kasteiungen der vergangenen Jahre, vor allem der frühen Mönchsjahre, hatten ihren Tribut gefordert. Und Luther suchte, er hatte in der Bibel entdeckt, dass es mehr geben muss als nur den trockenen, akademischen Vernunftglaube der Scholastiker, der zudem so sehr mit nicht-biblischer Philosophie durchsetzt war. Das Einzige, was sich ihm aber als Alternative anbot im spätmittelalterlichen theologischen Fundus, das war die Mystik, die eben nicht über den Verstand kam, sondern über die Erfahrung. Und Luther hat jetzt in dieser Zeit, Ende 1511, Anfang 1512, sich vermehrt für die Mystik interessiert, um dort irgendwie diese Erfahrung mit Gott zu finden, die er im Klosterleben alleine vergeblich gesucht hatte. Er war jetzt etwa 28, 29 und wie wir schon in der letzten Folge gesehen hatten, hatte er sich mit der Mystik beschäftigt, zum Beispiel mit der heiligen Brigitta aus Schweden. Und ein Mystiker, den er besonders viel jetzt studierte, war Bonaventura. Bonaventura war einer der bedeutendsten Theologen des 13. Jahrhunderts gewesen. Er galt dann später auch als der Fürst unter allen Mystikern. Und Luther hat in dieser Schrift und in den Schriften von Bonaventura besonders eifrig gelesen. Das lag auch deswegen oder daran, dass Staupitz, mit dem er eigentlich jetzt viel Zeit in Wittenberg verbringen konnte, im Winter, das heißt in den ersten Wochen 1512, sich nicht in Wittenberg aufgehalten hat, sondern in Salzburg und Nürnberg. Und Luther jetzt ohne Mentor sich ganz besonders dieser Mystik hingegeben hat und fast verrückt geworden ist an den Schriften des Bonaventura, denn Luther suchte nach dieser mystischen Vereinigung mit Gott. Er hat auch andere Schriften gelesen, zum Beispiel von Jean Gerson, der war einer der großen Theologen, auch beim Konstanzer Konzil gewesen, mitverantwortlich auch dafür, dass Huss verbrannt worden ist. Er war ein besonders einflussreicher Theologe seiner Zeit gewesen, ungefähr 100 Jahre vor Luther, und hatte sich ebenfalls mit der Mystik beschäftigt, hatte mystische Werke verfasst. Sein Ziel als Akademiker war es gewesen, die Mystik und die akademische Scholastik irgendwie zu vereinen. Gerson glaubte zum Beispiel, dass man im Gebet eine tatsächliche mystische Vereinigung von Gott und Mensch erreichen könnte. Und natürlich hat Luther sich auch mit den Schriften des vermeintlichen Dionysius Areopagitus beschäftigt. Man glaubte,
damals im Mittelalter, dass bestimmte Schriften, die man in Manuskripten überliefert hatte, von dem ersten bekehrten Urchristen aus Athen stammen würde. Wir lesen ja in der Bibel, in der Apostelgeschichte 17, dass nachdem Paulus in Athen gepredigt hat, ein Mann namens Dionysius unter den ersten Bekehrten gewesen sei. Dort heißt es, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Im Mittelalter hatte man dann diese Schriften zur Hand, die Vorgaben von diesem Dionysius zu stammen. In Wirklichkeit handelte es sich um eine Fälschung, ein namentlich nicht bekannter Autor des 6. Jahrhunderts, also des Frühmittelalters, hatte mystische Ideen verbreitet und sich hinter diesem Namen Dionysius vom Areopag verborgen. Heute spricht man deswegen auch von dem Pseudo-Dionysius Areopagitus. Aber diese unter falscher Flagge veröffentlichten Schriften waren sozusagen der Klassiker der christlichen Mystik und das Fundament, auf dem spätere Mystiker immer wieder aufgebaut haben. Als Luther sich mit der Mystik beschäftigt, hat er sich auch mit diesen seltsamen mystischen Werken beschäftigt. Und Luther hat in dieser Zeit wirklich versucht, zu Gott aufzusteigen. Das war das große Ziel der Mystik. Er hat sogar, so schreibt er später, einige wenige doch merkwürdige Erfahrungen gemacht, in denen er tatsächlich glaubt, in dem Moment, dass er in den Himmel entrückt worden sei, mit Hilfe von Meditation und verschiedenen Übungen. Später hat er das allerdings sehr scharf verworfen und war davon überzeugt, dass er hier eigentlich einer dämonischen, einer satanischen Sache aufgesessen war und hat dann scharf abgeraten, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Er war also wirklich auf der Suche und recht verzweifelt. Er wollte jetzt wissen, wie er mit Gott im Reinen sein kann. Aber auch diese Erfahrungen der Mystik zeigten ihm, dass er am Ende doch immer wieder leer zurückblieb und es nicht dieses Ergebnis hatte, was er sich eigentlich erhofft hatte. Ziemlich zu Beginn des Jahres begannen die Spanier in Kuba dann auch mit ganz rigorosen Maßnahmen die Eroberung dieser Insel. Am 2. Februar wurde der Häuptling der Taino durch Verbrennung auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Er ist dann wohl auch noch vorher gefragt worden, ob er in den Himmel kommen möchte. Man könnte ihn deswegen noch kurz vorher zwangskonvertieren und zwangstaufen. Der Häuptling hat dann kurz gefragt, ob im Himmel auch Christen seien, was natürlich dann die Missionare, die anwesend waren, die Franziskaner zum Beispiel, bejaht haben. Daraufhin hat dann der Häuptling gesagt, dann wolle er unter keinen Umständen in den Himmel, wenn dort Menschen seien, die so grausam seien wie die Christen. Also diese vermeintliche Missionierung der neuen Welt war von Anfang an auf einem völlig falschen Gleis unterwegs und hat dem Namen Gottes und seinem Charakter, dem Wissen um seinen Charakter, mehr geschadet als genutzt. Jedenfalls Anfang des Jahres gab es wieder kriegerische Handlungen in Europa. Im Jahr zuvor hatten sich fast alle großen europäischen Mächte nun gegen Frankreich verbündet. Ähnlich wie die Liga von Cambrai einige Jahre zuvor sich gegen Venedig gerichtet hatte, war diese jetzige Heilige Liga gegen Frankreich gerichtet. Der Kirchenstaat, das Heilige Römische Reich, England, Spanien und Venedig selbst waren unter anderem Teil dieses Bundes und Frankreich sah sich umzingelt von mächtigen Staaten und ging in die Initiative und fiel in Nordostitalien ein. Es ging tatsächlich um die Vormachtstellung, die Hegemonie in Europa. Als dann die Franzosen die italienische Stadt Brescia im heftigen Regen erstürmten und die Landsknechte, das waren so deutsche Söldner in französischen Diensten, ein regelrechtes Massaker an den Zivilisten anrichteten, haben andere italienische Städte versucht, sich mit den Franzosen zu arrangieren. Bergamo zum Beispiel zahlte 60.000 Dukaten an die französische Armee, und um ein solches Schicksal zu vermeiden. Es war also eine wirkliche Katastrophe dort in Norditalien dieser Zeit. Die sogenannten italienischen Kriege wogten
hin und her mit wechselnden Koalitionen. Und gerade dort, wo viele dieser kleinen italienischen Staaten waren, konnten die Großmächte ihre Allianzen entsprechend positionieren. Die Franzosen sind dann weiter marschiert Richtung Kirchenstaat, haben gemeinsam mit dem Herzogtum Ferrara dann Ravenna angegriffen, umzingelt und belagert. Ravenna wurde von päpstlichen Truppen noch gehalten. Und der Papst hat dann eine Armee aus dem Süden Italiens, aus dem Königreich Neapel, das ja von Spanien abhängig war, angefordert. Das war Ende März. Am 5. April ist dann Christoph Scheuerl, der ja etliche Jahre in Wittenberg dort an der Universität gewirkt hatte und sich sehr verdient gemacht hatte um deren Fortentwicklung, vereidigt in Nürnberg als Ratskonsulent. Und jetzt hat er eine wichtige Position dort im Nürnberger Rat. 6 Tage später, am 11. April, kam es dann zur großen Entscheidungsschlacht in diesem Feldzug, die Schlacht von Ravenna. Es kam hier zu dem ersten historisch fassbaren, militärisch bedeutsamen Artilleriegefecht zwischen den Franzosen und der Armee Neapels, die auch für den Papst hier aktiv war. Es kam zu einem Sieg der Franzosen, die allerdings ihren Kommandeur verloren. Und diese Schlacht stellte einen echten Wendepunkt dar. 19. April hat dann Papst Julius II. Einen ganz besonderen Schritt getan. Er berief ein Konzil ein. Im Jahr zuvor hatte der französische König ohne Zustimmung der römischen Kurie und des Papstes so eine Art Gegenkonzil einberufen, das allerdings von der Kirche nie anerkannt worden ist. Und um dem jetzt entgegenzuwirken und selbst sich der Reform der Kirche zu stellen, hat der Papst dieses Konzil einberufen. Es war zu deutlich, dass die Missstände ausuferten, und so war es der Versuch der Kirche selbst, sich jetzt irgendwie zu reformieren. Eingeladen wurde zum Lateran, dort sollte dann auch das Konzil stattfinden. Am 24. April, also nur 5 Tage später, kam es zum Machtwechsel im Osmanischen Reich. Sultan Bayezid II. Wurde von seinem Sohn Selim einfach abgesetzt. Der Grund ist relativ unbekannt. Der alte abgesetzte Sultan ist dann auch kurze Zeit später auf einer Reise unter bis heute ungeklärten Umständen umgekommen. Wie es damals im Osmanischen Reich Sitte war, hat dann Selim sämtliche Brüder und Neffen töten lassen, damit gar niemand erst auf die Idee käme, ihm den Posten als Sultan streitig zu machen. Eine ziemlich brutale Praxis. Und so hat Selim die Konsequenzen daraus gezogen und sich entschieden, mit keiner Frau mehr Umgang zu haben. Er hatte bisher nur einen Sohn, Süleyman, und dem sollte es erspart bleiben, wenn er dann Sultan werden würde, alle seine Brüder umbringen zu müssen. Ganz interessante Geschichte hier im Zuge dieses Machtwechsels im Osmanischen Reich. Am 10. Mai wurde dann das Laterankonzil feierlich eröffnet. Es war das 5. Konzil dort in der Machtzentrale des römischen Papstes im Lateran, wo ja auch die Lateranbasilika steht, die höchste Papstkirche in der Welt. 15 Kardinäle und 79 Bischöfe nahmen zunächst einmal teil. Größtenteils stammten sie alle aus Italien. Es gab verschiedene Agendapunkte, aber ganz besonders wichtig erschien eine Strukturreform, auch eine moralische Reform besonders der Kirche. Irgendwann im Jahre 1512, vermutlich eher gegen Anfang oder in der ersten Jahreshälfte, kam es im Klosterhof in Wittenberg unter einem Birnenbaum zu einem wirklich entscheidenden Moment der Reformationsgeschichte. Luther, der wie gesagt gerade sich mit der Mystik beschäftigte und in verschiedene Richtungen offen war und wirklich jetzt nach einer Identität suchte,
hatte wieder einmal ein Gespräch mit seinem großen Mentor Johann von Staupitz, der mittlerweile wieder in Wittenberg weilte. Und Staupitz fragte ihn dort unter diesem Birnbaum, ob Luther bereit wäre, sich zum Doktor der Theologie promovieren zu lassen. Staupitz verfolgte dahinter damit ein bestimmtes Ziel. Er wollte sich anderen Aufgaben widmen. Er sah, dass er keine Zeit mehr hatte als Bibelprofessor dort an der Universität in Wittenberg. Und er wünschte sich, dass der Begabte und vor allem in der Bibel so feste Luther seine Nachfolge antreten würde. Dazu bräuchte er allerdings einen Doktortitel. Akademisch war Luther bestens unterwegs, es gab keinen Zweifel an seiner Eignung. Und so hat Staupitz ihn gefragt, ob er das nicht in Erwägung ziehen würde. Luther hat sich heftig gewehrt. Er hat überhaupt gar keine Notwendigkeit darin gesehen, solch einen Titel anzustreben. Er wollte einfach Mönch bleiben und sich für die Bibel interessieren. Und Staupitz hat allerdings nicht locker gelassen, hat immer wieder nachgehakt. Und als dann Luther eingewandt hat, dass aufgrund seiner schlechten Gesundheit, seinen oftmals vorkommenden Schwächeanfallen zu befürchten sei, dass er dem Betrieb der Universität nicht gewachsen sei, den Aufgaben, die ein Professor so hat, und dass er dann vielleicht früh sterben könnte, da hat Staupitz dann geantwortet, naja, und wenn du früh stirbst, dann kann auch noch der Herrgott im Himmel einen guten Ratgeber wie dich gebrauchen. Und Staupitz hat ihn letztendlich überredet. Das war vor allem deswegen auch eine große Weichenstellung, weil Luther damit jetzt buchstäblich von der Mystik weggezogen worden ist. Er hat jetzt doch eine Karriere in der akademischen Welt eingeschlagen. Er hat sich doch für die wissenschaftliche Betrachtung der Bibel entschieden und als Bibelprofessor dann sich allein auf die Bibel konzentriert. Er hat später auch diesen Eindruck gehabt, dass es Staupitz' Verdienst war, ihn von der Mystik wegzuziehen, die ihm ja doch nichts gebracht hatte. Luther war wieder einmal an einer Wegmarke angekommen und sein Entschluss, dann doch auf Staupitz zu hören und sich promovieren zu lassen als Doktor der Theologie, sollte eine entscheidende Weichenstellung darstellen für den weiteren Vorgang der Reformation. Er war so ein Liebhaber der Bibel, wie es kaum einen anderen gab. Niemand wäre besser geeignet gewesen als Nachfolger von Staupitz auf diese Bibelprofessur. Für Luther galt wirklich, was auch Jeremia schon ausdrückte, in Jeremia 15, Vers 16, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Herrscher. Wenn Luther die vergangenen Jahre Revue passieren ließ, dann wusste er, was ihm wirklich geistliche Freude bereitet hatte, waren nicht die Bußübungen, nicht die Beichten im Kloster, nicht die Kasteiungen, nicht die Pilgerfahrten, auch nicht das Lesen mystischer Literatur und das Hineinversetzen in mystische, meditative Gedanken. Nein, das, was ihm dauerhaft ständig Freude bereitete, war das Lesen und Studium der Bibel. Dieses Buches, das man damals für fast schon nebensächlich erachtet hatte. Aber genau hier fand Luther die Quelle echter geistlicher Stärkung. Und es sollte für ihn eine echte Lebensveränderung bringen, sich jetzt auch beruflich fast nur noch mit der Bibel zu beschäftigen. Die ganze Sache musste dann natürlich auch noch bestätigt werden. Im Mai gab es eine Zusammenkunft, ein sogenanntes Kapitel der verschiedenen reformierten Augustiner-Eremitenklöster der Reformkongregation. Man traf sich in Köln. Dort wurde jetzt auch formal der ganze Streit um die Ordenspolitik der vergangenen Monate und Jahre beendet. Staupitz hat die Pläne einfach fallen gelassen, die er hatte, als er gehofft hatte, dass durch seine Personalunion die Nicht-Reformierten und die Reformierten in Sachsen sich vielleicht verbinden lassen würden. Aber er hat dann aufgegeben, um das Anliegen der Reformklöster nicht zu gefährden. Und Nürnberg, das Kloster Nürnberg, war sehr dankbar dafür, hat dann auch dem Staupitz finanziell geholfen. Aber in Erfurt war man ihm immer noch gram. Das Verhältnis zu Erfurt blieb belastet. Dort in Köln
ist Luther auch selbst dabei gewesen bei dieser Zusammenkunft der verschiedenen Klöster. Er erinnert sich später, dass er den Kölner Dom gesehen hat und noch einige andere Dinge touristischer Natur. Dort wurde auch der Beschluss gefasst, dass Luther promovieren sollte. Und sein Freund Wenceslaus Link wurde als Prior, das heißt als Vorsteher des Wittenberger Klosters bestätigt. Luther sollte, nachdem er promoviert worden ist, sein Stellvertreter, der Subprior, werden und dann als Studienleiter im Wittenberger Kloster auch das Studium dort leisten. Also er war noch keine 30 Jahre alt ganz und war jetzt bereits ziemlich aufgestiegen in dem Augustiner-Eremitenkloster. Wie gesagt, Wenceslaus Link war als Prior dort tätig und mit ihm war Luther ja gut befreundet. Noch ein Anliegen hatte Staupitz in dieser Zeit, das den Luther ebenfalls schwer zu schaffen machte. Staupitz bat Luther, jetzt auch mit dem Predigen zu beginnen. Das wollte dem Luther ebenfalls gar nicht gefallen. Er hat demütig gesagt, er wisse gar nicht, was er besser wissen sollte als die anderen Mönche und er sehe sich keinesfalls in der Lage, seine Mitmönche belehren zu können. Aber auch hier hat Staupitz nicht locker gelassen. Er muss das enorme Predigttalent des Martin Luther erkannt haben, dieses Potenzial gesehen haben und gehofft haben, dies zu entfalten zu können. Und Luther hat dann tatsächlich im Jahre 1512 begonnen mit Predigten im Kloster und damit letztlich einen Bibeltext auch erfüllt. Zum Beispiel den hier in Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Echtes, gewinnbringendes, reformierendes Bibelstudium wird auf Dauer nur möglich sein, wenn man auch weitergibt, was man gehört hat, was man gelesen hat, was man studiert hat in der Bibel. Und für die weitere Entwicklung von Luther war das sicherlich ein bedeutsamer Schritt, nicht nur zu lesen und versuchen zu verstehen, sondern auch anderen zu erklären und weiterzugeben. Hier hatte Luther besonders große Begabung und die werden ihm dann später auch sehr geholfen haben im weiteren Studium der Bibel. Gepredigt hat Luther vor allem erst einmal im Refektorium, das heißt im Speisesaal des Klosters, also relativ bescheiden, während die anderen Mönche aßen. Es war ja in der Regel Sitte, dass man schweigend das Essen zu sich genommen hat, während eine Predigt gehalten worden ist. Während also seine Mitmönche aßen, hat er ab und zu eine Predigt während des Essens gehalten. Um diese Zeit herum ist auch Georg Burkhard Spalatin, 29 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, in Wittenberg zum Leiter der fürstlichen Bibliothek ernannt worden. Kurfürst Friedrich III. Hielt große Stücke auf diesen jungen, begabten Gelehrten. Und Spalatin begann sofort mit einem systematischen Ausbau dieser Bibliothek und wollte damit natürlich auch seinen Beitrag leisten, um Wittenberg zu einem echten Standort der humanistischen Wissenschaft zu machen. Ebenfalls im Jahre 1512 hatte wohl im Sommer Kaiser Maximilian auf einem Reichstag eine weitreichende Entscheidung gefällt. Drei weitere Reichskreise wurden geschaffen. Somit waren es dann insgesamt 10. Es kamen neu hinzu Burgund, Österreich und Kurrhein. Außerdem wurde Sachsen in Obersachsen und in Niedersachsen geteilt. So sieht man das auf der Karte. Das gesamte Heilige Römische Reich Deutsche Nation war jetzt in diese 10 Kreise geteilt. Nur die Schweizer, Norditalien und die böhmische Krone blieben davon unberührt. Das Ganze hat natürlich das Ziel, dieses sehr zersplitterte, mit vielen Fürstentümern und geistlichen Territorien durchsetzte Heilige Römische Reich etwas systematischer regieren zu können, etwas einheitlicher zu verwalten. Im Zuge seines Aufenthaltes in Trier hat dann Maximilian, der Kaiser, auch den sogenannten Heiligen Rock zu Gesicht bekommen. Als das bekannt wurde, hat die Öffentlichkeit so sehr danach verlangt, dass dann auch der Öffentlichkeit diese besonders
vermeintlich heilige Reliquie gezeigt worden ist, ein Kleid, das angeblich Jesus selbst getragen haben soll, das bis heute zum Teil als Reliquie ausgestellt wird. Im Juli machten sich dann die Spanier daran, dieses kleine Königreich Navarra, das zwischen Spanien und Frankreich im Nordwesten der Pyrenäen bestand, seit einiger Zeit zu erobern und es sich dem gesamtspanischen Staate einzuverleiben. Am 10. August kam es dann zu einer großen Seeschlacht im Zuge dieser ganzen Bündnisse gegen Frankreich. Die Engländer kämpften hier in der Seeschlacht von Saint-Mathieu gegen die Franzosen. Es gab ein Unentschieden. Die beiden großen Flaggschiffe gingen im gemeinsamen Kampf unter ungeklärten Umständen in Brand auf und fast vollständig unter. Im August war dann klar, dass die Franzosen trotz ihres Sieges in Ravenna sich aus Nordostitalien zurückziehen mussten. Die verschiedensten politischen Gegebenheiten sorgten dafür. Und so konnten jetzt am 31. August die Medici, die ehemaligen Herrscher von Florenz, nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Florenz einziehen. Die zwischenzeitlich errichtete Republik Florenz wurde aufgelöst und die alte Herrschaft der Medici wiederhergestellt. Am 22. September finden wir dann einen der ersten Briefe Luthers, in dem er seine Ordensbrüder aus Erfurt einlädt, nach Wittenberg zu kommen, um dort an seiner Promotion, an seiner Doktorpromotion teilzunehmen. Er drückt in diesem Brief auch aus, wie unwürdig er sich eigentlich fühlte. Wir können hier lesen, dort schreibt er: Heil in dem Herrn, ehrwürdige, hochzuverehrende und geliebte Väter. Siehe, es naht der Tag heran, an welchem mir der Lehrstuhl in der Theologie feierlich übergeben werden wird. Ich lasse meine Selbstanklage anstehen und sage nichts von meiner Unzulänglichkeit, damit ich nicht auch durch meine Demut Stolz oder Lob zu suchen scheine. Also der Luther, der war so gewissenhaft, dass er sagte: Ich werde nicht einmal darüber schreiben, wie unzulänglich ich bin, weil das könnte ja dann den Anschein erwecken, als wollte ich nur das Gegenteil hören. Und so hat er wirklich seine Demut zum Ausdruck gebracht und gehofft, dass seine Brüder aus Erfurt dann zum angegebenen Termin in Wittenberg erscheinen würden. Am 4. Oktober erhielt er dann die Lizenz zur Doktorpromotion, das heißt, der Universitätskanzler hat es ihm erlaubt, diese Promotion haben zu dürfen. Zuvor musste seine Würdigkeit für diesen Doktortitel untersucht werden, mit einem Eid bekräftigt werden. Luther musste der römischen Kirche die Treue schwören. Und auch das war natürlich von Bedeutung. 5 Tage später ist dann Luther gemeinsam mit Staupitz nach Leipzig gefahren. Dafür gab es folgenden Grund. Schon damals kostete eine Doktorpromotion einen ganzen Haufen Geld. Luther schon gar nicht und auch Staupitz hatten nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung. Und Staupitz hat dann etwas Interessantes eingefädelt. Er hat mit dem Kurfürsten gesprochen, Friedrich III., von dem ja bekannt war, dass der wirklich ein großes Interesse an namhaften, an guten, an qualifizierten Lehrpersonen hatte. Und Staupitz hat dann dem Kurfürsten beigebracht, dass Luther sein Nachfolger werden würde und dass Luther dann lebenslang in Wittenberg eine hervorragende Bibelprofessur versehen könnte. Und hat damit den Kurfürsten bewogen, die kompletten Promotionsgebühren zu übernehmen. Das waren damit nicht wenig, das waren 50 Gulden. Und der Kurfürst hat eingewilligt. Er hatte also, das ist vielleicht auch eine interessante Randnotiz, durchaus sogar ein finanzielles Interesse an dem Wohlergehen Martin Luthers. Schließlich hatte er sich dafür investiert in diese Doktorpromotion. Und in Leipzig hat dann Luther gemeinsam mit Staupitz das Geld, die 50 Gulden, in Anspruch oder entgegengenommen. Eine entsprechende Quittung ist uns heute sogar noch überliefert, die er dort in Leipzig ausgestellt hat. Am 18. Oktober war es dann soweit.
Luthers Promotion war eine zweitägige Angelegenheit. Am 18. Oktober gab es zunächst mal eine Vorfeier. 3 Stunden lang gab es Schaudisputationen. Verschiedene Studenten der verschiedenen Jahrgänge traten in Schauwettkämpfen gegeneinander disputierend an über irgendwelche theologischen Haarspaltereien. Und Andreas Bodenstein, Dr. Karlstadt, den wir gerade gesehen haben, der sollte als Dekan dann eine witzige Rede halten. Das hat er auch getan mit Bravour. Ganz interessante Bedingungen für so eine Doktorpromotion. Am nächsten Tag ging es dann etwas feierlicher zu. In der Schlosskirche ist Luther vom Dekan von Dr. Karlstadt, der selbst einige Jahre jünger war als Luther, zum Doktor der Theologie promoviert worden. Und Luther hat einen Eid schwören müssen, dass er fremde Lehren, also Irrlehren von der Kirche fernhalten würde. Luther hat das nie vergessen. Er wusste, dass er vor Gott geschworen hatte, keine falschen Lehren in die Kirche zu bringen. Und das war später für ihn immer wieder auch ein ganz entscheidender Punkt, an dem er selbst gerungen hat, weil er wusste, er hat hier Gott etwas versprochen. Luther hat dann die Zeichen des Doktors bekommen. Eine geschlossene und eine offene Bibel sind ihm überreicht worden. Dann natürlich das Barett, an dem man dann den Doktor erkannt hat. Das Bild Luthers mit dem Barett ist ja relativ bekannt auch geworden. Außerdem einen goldenen Doktorring, der ein symbolisches Zeichen der Dreieinigkeit trug. Luther musste dann als neu promovierter Doktor eine Rede halten und die Theologie preisen und loben. Und zu guter Letzt gab es dann das, was die akademische Welt am meisten liebte, noch eine Disputation, quasi sozusagen als finales Schmankerl. Diesmal traten zwei Größen gegeneinander an. Wenceslaus Link, der Freund von Luther, gegen den Stadtpfarrer Nikolaus Grüneberg. Und der Luther selbst musste dann als Schiedsrichter fungieren und am Ende entscheiden, wer von den beiden besser disputiert hatte. Und dann ging es auch schon zum Festmahl. Eine ganz gelungene Sache, die allerdings eine traurige Note enthielt. Aus Luthers eigentlichem Mutterkloster in Erfurt war nicht ein einziger erschienen, obwohl er sie eingeladen hatte. Man war dort sehr verärgert, dass Luther nicht in Erfurt promoviert hat, sondern in Wittenberg. Und nun begann man von Erfurt aus gegen Luther zu intrigieren. Vor allem sein ehemaliger Theologielehrer Johann Nathin hat ihm jetzt richtig zugesetzt. Und Lästerung und üble Nachrede gegen Luther begann jetzt vor allem aus Erfurt, aus dem ehemaligen Kloster heraus, gegen ihn einzusetzen. Luther ist dann am 21. Oktober auch in den Theologischen Senat aufgenommen worden. Staupitz hat ja dann seine Bibelprofessur abgegeben und Luther wurde sein Nachfolger. Seine Kollegen waren allesamt keine wissenschaftlichen Überflieger. Da war zum Beispiel Petrus Lupinus, dessen Alter uns nicht genau bekannt ist. Er war ein ganz klassischer, spätmittelalterlicher Thomist, also berief sich auf Thomas von Aquinas und war von Aristoteles stark geprägt. Dann war Nikolaus von Amsdorf da, ungefähr so alt wie Luther. Ein Neffe von Staupitz und einer, der sich zu Duns Scotus hielt, ein Scotist also. Dann natürlich, bereits öfter gesehen, Andreas Bodenstein, Karlstadt, der ebenfalls Thomist war, aber sich auch für den Scotismus und für den Humanismus interessierte und der auch schon sich mit dem Griechischen und Hebräischen ein bisschen auskannte und dafür gerühmt wurde. In diesem Jahr hat Karlstadt übrigens auch begonnen, auch noch Jura zu studieren. Es gab also, all die theologischen Professoren waren eher von begrenztem Format. Es gab gar keine Nominalisten, wie Luther es einer war. Und Dekan der Fakultät wurde ja jetzt, wie in Köln beschlossen, Wenceslaus Link. Am 1. November wurde ganz feierlich in der Sixtinischen Kapelle das berühmte Deckengemälde von Michelangelo enthüllt. Papst Julius II. War anwesend, als die Szenenfolge aus der Genesis, aus dem ersten Buch Mose, zu Tage trat. Besonders das Bild, das die vermeintliche Erschaffung von Adam,
zeigen soll, ist weltberühmt geworden. Könnte man viel dazu sagen, ist aber jetzt nicht unser Thema. Das also im November. Am 25. Dezember ist Stefan Reich in Kahla in der Landgrafschaft Thüringen geboren worden, auch er ein späterer Reformator. Die Portugiesen haben derweil ihr Weltreich ausgedehnt und Kontakt mit den Gewürzinseln im heutigen Ostindonesien aufgenommen. Auch die Insel Timor ist entdeckt worden, auch Indien ist weiter durch die Portugiesen erobert worden. Der portugiesische Kaiser oder König Manuel I. hat dann auch befohlen, den Kongo, mit dem man ja freundschaftliche Beziehungen unterhielt, aufzubauen im Sinne eines Staates nach portugiesischem Vorbild. Die entsprechende portugiesische Unterstützung wurde bezahlt von Seiten des Kongo aus mit Sklaven und Rohstoffen. Manuel I. hat dann auch weiter versucht, sich für die zwangsgetauften Juden in Portugal einzusetzen, aber deren Lage wurde jetzt auch in Portugal immer dramatischer. Was gibt es sonst zu berichten von den verschiedenen Reformatoren, späteren Reformatoren? Melanchthon ist 15-jährig nach Tübingen gewechselt, an die Universität von Heidelberg nach Tübingen, und dort hat er sich vor allem mit den Humanisten beschäftigt, hat alte Sprachen studiert und sich auch ganz besonders für neue Lehrmethoden und Lernmethoden interessiert. Er war ein pädagogisches Genie, wie sich dann später noch zeigen würde, hat auch sich mit den verschiedenen Naturwissenschaften hier beschäftigt. In Heidelberg war ihm der Magistertitel nicht anerkannt worden, einfach nur, weil er zu jung war. Gabriel Zwilling, etwa 25 Jahre alt, schrieb sich als Mitglied der Augustiner-Eremiten in Wittenberg an der Universität ein. Er kam aus Annaberg, hatte guten Kontakt zu Staupitz und war jetzt auch im Kloster, in dem Luther ebenfalls war. Link, wie wir schon erwähnt haben, ist Dekan der Wittenberger Universität geworden für die theologische Fakultät. Und Johann Lang, der Freund von Luther, ist jetzt in Wittenberg zum Magister geworden und hat die Lehrstelle für Philosophie eingenommen, die zuvor Luther 1508, 1509 inne gehabt hatte. Er unterrichtete jetzt Moral, Philosophie und hat sich auch angefangen, für die Theologie zu interessieren und dort Studien abzuhalten. Bartholomäus Bernhardi, ebenfalls 25, der zuvor Physik dort unterrichtet hatte in Wittenberg, begann ebenfalls ja seine theologischen Studien und bekam im Jahre 1512 seinen ersten akademischen Grad. Er war jetzt Baccalaureus Biblicus, auch er ist Augustiner Eremit. Also hier formierte sich langsam eine Gruppe von etwa Gleichaltrigen in Wittenberg im Augustiner Eremitenkloster, die alle dann zum engsten Bekanntenkreis von Luther zählen würden. Joachim von Watt, genannt Vadian, der sich eine Zeit lang in St. Gallen aufgehalten hatte, kehrte nach Wien zurück, wo er studiert hatte, und wurde Lehrer, Professor für Poetik. War ja ein großer Humanist und hatte mit lateinischen Gedichten, die er selbst verfasst hatte, Ansehen gewonnen. Johannes Bugenhagen war immer noch in Treptow, wo er als Autodidakt sich mit der Bibel beschäftigte und eine weit ausstrahlenden Dienst dort versah und viele Leute an seine Schule kamen. Er ist dort in diesem Jahr mit dem Humanisten Johannes Mumelius in Kontakt getreten und er hat ihn auf Erasmus von Rotterdam aufmerksam gemacht und Johannes Bugenhagen hat das dann mit Interesse gelesen. Ulrich von Hutten, dieser Reichsritter und Abenteurer, hielt sich jetzt in Venedig und Bologna auf. Er wollte dort Jura studieren im Land der Humanisten und sein Vater hoffte, dass dadurch von Hutten vielleicht doch noch eine gute fürstliche Anstellung bekommen würde. Doch die Kriegswirren in Italien, von denen wir ja schon eingangs gehört haben, schnitten ihm vom Geld ab, sodass er sein Studium nicht fortsetzen konnte. Er war in Padua sogar zwischen die Belagerer geraten und mehrfach geplündert worden. Und dann völlig krank und mittellos in Bologna aufgeschlagen. Also sein Leben allein enthielt Abenteuer für viele Bücher. Louis de Berquin, der
Reichsritter in Frankreich, schloss sein Rechtsstudium in Orléans ab mit einem Doktortitel. Und jetzt ist er 1512 nach Paris an die Sorbonne gewechselt. Dort traf er etliche Humanisten, wohl angeblich auch Ignatius von Loyola. Er ist dort auch mit den Schriften von Erasmus vertraut gemacht worden. Er war ein äußerst intelligenter, er galt als der klügste aller Ritter Frankreichs und ein sehr ergebener Sohn der römischen Kirche. Dort in Paris war zu dem Zeitpunkt auch Johannes Estecampianus, einer der führenden Humanisten der Zeit, hat dort Griechisch unterrichtet, nachdem er ja an verschiedenen deutschen Universitäten immer wieder in Konflikt mit dem Lehrbetrieb gekommen war. Johannes Eck war Vizekanzler der Universität in oder wurde Vizekanzler in Ingolstadt und Jacques Lefebvre d'Etable, der führende Humanist Frankreichs und ein Philosoph, der sich immer mehr mit der Bibel beschäftigt hat über die letzten Jahre, gab jetzt nach den Psalmen auch die Paulusbriefe in einer textkritischen Edition heraus. Er befasste sich immer mehr mit der Bibel und Jahr für Jahr wuchs in ihm diese Überzeugung, dass zwischen dem biblischen Text und dem kirchlichen Dogma etliche Differenzen und Unterschiede bestanden. Und sein Werk über die Paulusbriefe war sehr gründlich recherchiert und hatte sich sehr losgelöst von kirchlichen Zwangsbestimmungen. Thomas Cranmer mit 22 Jahren begann sein Masterstudium in Cambridge. Er hatte 8 Jahre lang für seinen Bachelor gebraucht und jetzt konzentrierte er sich vor allem auf die Humanisten. Erasmus von Rotterdam und auch Jacques Lefebvre d'Etable, das waren die Autoren, denen er sich besonders hingab. In Oxford erhielt nach ebenfalls einer langen Zeit, nach 6 Jahren Studium, William Tyndale, 18-jährig, seinen Bachelor und er wurde in diesem Jahr auch Subdiakon. Thomas Müntzer, 23-jährig, wechselte von der Universität Leipzig, wo er 6 Jahre lang studiert hatte, nach Frankfurt oder sein Studium hatte sich auch deswegen so lange hingezogen, weil er gleichzeitig als Lehrer gewirkt hatte. Martin Kless immatrikulierte sich in Tübingen und Michael Celius hatte, nachdem sein Studium beendet war, mit 19 Jahren, eine Stelle als Lehrer in seiner Heimatstadt in Döbeln. Ambrosius Blarer, der ja auch mit erhielt einen Magistertitel in Tübingen und kehrte dann nach Alpirsbach zurück. Er hatte ja eine Zeit lang auch mit Melanchthon zu tun gehabt. Jetzt war er Lektor in der Pfarrei. Das heißt, er hatte täglich die Aufgabe, die Schriftlesung im Gottesdienst zu lesen, hier in dem Kloster im Schwarzwald. Benedikt Burgauer verließ die Universität Leipzig. Er kam auch aus St. Gallen und ging jetzt nach Krakau, 18 Jahre war alt. Wolfgang Müslin wurde mit 15 Jahren Benediktiner und trat dort in Lothringen in Lixheim in ein entsprechendes Kloster ein. Er hatte zuvor die Humanistenschule besucht und nannte sich bereits mit jungen Jahren im Stile der Humanisten Musculus, was Latein Mäuschen oder Maus heißt. Zwingli schrieb im Jahre 1512 an Papst Julius direkt, von dem er ja jährlich eine Sonderrente erhielt, und bat diesen um einen besonderen Ablass für seinen Kirchenbezirk, für Glarus. Also halten wir fest, im Jahre 1512 schreibt der spätere Reformator Zwingli an den Papst, von dem er finanziell unterstützt wird, ob er nicht einen speziellen Ablass in Glarus verkünden kann. Er war, wie man daran sehen kann, ganz kirchentreu und sogar besonders eigentlich dem Papst anhängig und hat alle Absolutionen erteilt, wie die Kirche es vorschrieb. Er war auch sehr volksverbunden, der gute Zwingli, hatte viele Kontakte zu den Kirchenmitgliedern, aber vor allem interessierte er sich für die Klassiker der Antike.
Er hat aufgrund des finanziellen Segens, der aus Rom kam, viele Bücher gekauft. Er las Cicero, er lernte Rhetorik, begeisterte sich für Aristoteles, für Plinius, für Ptolemäus, für Geographie, für verschiedene Naturwissenschaften. Am meisten liebte er jedoch die Schriften von Pico della Mirandola, jenem Humanisten, der so früh gestorben war, von dem wir in den ersten Folgen dieser Serie auch schon berichtet hatten. Das fand er ganz begeisternd, der junge Zwingli, und hat sich da richtig tief hineinbegeben. Er hat sich allerdings nie einer bestimmten Denkrichtung oder Philosophieschule ganz verschrieben. Er wollte von allen das Beste lernen und es dann entsprechend selbst verarbeiten. Zwinglis Freund Leo Jud ist mit 30 Jahren in Basel nach weiteren Studien dann wirklich Magister der Künste geworden und wurde dann Leutpriester in St. Hippolyt und hat dort dann seine Stellung gehabt. Wolfgang Capito wurde als Stiftsprediger nach Bruchsal gerufen. Er hat dort auch Hebräisch gelernt und dort in der Nähe dann auch Öko Lampart getroffen. Thomas Grineus wurde im selben Jahr in Weringendorf geboren. Er war ein Neffe des gleichlautenden Simon Grineus, der ebenfalls Reformator ja gewesen ist. Luther hat jetzt die letzten Wochen und Monate nicht mehr mit der Mystik verbracht, sondern mit der Vorbereitung auf seine ersten Vorlesungen. Das hat sich dann noch etliche Monate hingezogen. Wir werden in der nächsten Folge sehen, warum. Aber jetzt war Luther daran, die Bibel zu studieren. Noch immer war er dem klösterlichen Leben voll ergeben. In dieser Zeit ist sogar sein ehemaliger Professor Bartholomäus Arnoldi aus Erfurt unter anderem aufgrund seines Einflusses Augustiner Eremit geworden. Aber Luther war jetzt schon eigentlich über dieses Leistungsdenken, das Denken, die Frömmigkeit des Spätmittelalters hinüber. Er hatte sich jetzt intensiv mit der Bibel zu befassen und das tat er auch und studierte und studierte und vor allem hatten es die Psalmen ihm angetan, denn er sah dort einen Widerhall dessen, was er selbst geistlich erlebte. Was aus diesem Studium geworden ist und wie Luther jetzt begann in Wittenberg zu wirken als Professor und Doktor der Theologie, das werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Auf jeden Fall wird deutlich werden, dass Luther für diesen Psalmvers eine hervorragende Illustration darstellt. Es heißt hier, siehe, ich liebe deine Befehle. O Herr, belebe mich nach deiner Gnade. Luther liebte die Bibel und er wurde belebt und er wurde reformiert und er wurde zum Instrument einer weiten weltgeschichtlichen Wiederbelebung und Reformation. Mehr dazu in der nächsten Folge, wenn es dann heißen wird Psalmen und Päpste, wenn wir das Jahr 1513 betrachten werden. Bis dahin wünschen wir Ihnen gottesreichen Segen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten hier zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.